Ja, hallo liebe Freunde, willkommen zur Overwatch Beta Weekend. Woo! So, genug Freude, denn wir wollen ja jetzt zocken. Ne? Ich habe bisher erst zwei Klassen gespielt oder zwei Charaktere, aber ich sag Klassen, weil es ist für mich einfacher auszusprechen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt ins Spiel. Ich mache das so, ich zeige pro Video eine Runde mit einer Klasse. Ne, damit ich ein bisschen darüber labern kann, was die Klasse kann und so weiter und so fort. Und ja, dann habt ihr schön die Klassen eingeteilt auf die Videos und dann könnt ihr euch aussuchen, was ihr gucken wollt. Ist natürlich super, wenn ihr alles guckt. Ne? So ist ja nicht. Aber wir fangen jetzt einfach mal an. Hanzo war übrigens der erste Charakter, den ich gezockt habe. Weil der sieht mit den Tattoos und so, ne? Sieht der ganz schick aus, der Fifi da. Mit seinem Bogen. So. Also, wir haben hier ziemlich viele Klassen. Insgesamt 20. Auf der linken Seite die Damage-Macher. Defense. Ah, Offensive heißt das. Ich habe immer Defensive irgendwie gelesen. Also, wir haben hier auf der linken Seite 5 Offensive-Klassen. Dann Richtung Mitte Defensive-Klassen. Dann haben wir die Tanks, die fetten Leute. Und die Unterstützungsklassen. Das sind nämlich die Heiler. Ich fange an ganz links mit Offensive. Und zwar mit Genji. So, ihr habt gesehen, meine Kamera ist jetzt ein bisschen mehr in der Mitte. Damit ihr unten rechts diese Spezialangriffe sehen könnt. Ich habe einmal Normalangriff, diese drei Linie-Sterne. Dann habe ich mit Shift dieser Sprungangriff. Ich glaube, damit kann ich Gegner stunnen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und mit E habe ich so einen Supersäbel. Und zwar ist der Supersäbel als, wie soll ich sagen, als Schild gedacht. Dass wenn jemand auf mich schießt, kann ich den Säbel hervorholen. Und er macht so krasse Moves. Glaube ich zumindest. Ich habe es noch nie geschafft. Aber es ist dafür gedacht. So. Wir spielen hier einen Modus. Ich weiß nicht, wie der heißt. Da müssen wir... Ich glaube, die Karre da bewegen. Ich stehe jetzt einfach mal an dem coolen Typen da. Mit seinem crazy geilen Mantel da. Ich habe übrigens nur 24 Schüsse gerade. Unsere Strategie ist gescheitert. Wiederbeleben kann ich leider nicht. Man kann übrigens in dem Spiel nicht rennen. Mit Shift zum Beispiel. Weil man benutzt ja unten rechts die Spezialfähigkeit. Deshalb läuft man immer gleich schnell. Aber das Geile, man kann klettern. Das finde ich ganz schön nice. Habe ich einen erwischt? Zack! Ach ja, Oma kann uns Nahkampfangriffe noch machen. Logischerweise. So einen geilen Säbel hat er da. Unten links seht ihr mein einerseits den Balken da. Der füllt sich auf. Wenn er voll ist, habe ich einen Spezialangriff. Zack, easy. Ja. Und den Modus hier. Mit der Fracht transportieren. Kennt ihr vielleicht aus Team Fortress 2. Muss man in der Nähe sein von dem Schiff, wow. Damit sich das fortbewegt. Und so müssen wir an den Checkpoint kommen. Achso. Unten links sind übrigens noch meine Lebenspunkte. Ich glaube, die weißen Dinger da, die füllen sich aber wieder auf mit der Zeit. Jetzt habe ich Spezialangriff.
crazy Schwert. Es macht ganz gut Damage. Mit. Boah, geil! Mit Rechtsklick kann ich alle drei Ninja-Sterne auf einmal schießen. So, Feuerwings. Gucken, ob ich den kriege. Ist aber nicht gut hier. Oh, weg. Da wäre ich fast drauf gegangen. Ich könnte eigentlich mal meine E-Fähigkeit benutzen. Na, na! Schieß genau dann, wenn meine Fähigkeit zu Ende ist. So, hier mal schön die Fahne transportieren. Bis dahin! Zack. Das ist ganz geil mit den drei Dingern. Ninja-Sternen. Oder fetter. Machen wir mal E. Und Spezialangriff. Jetzt pack ich die mal weg hier. Er rennt auch schneller. Zack, weg. So. Ist die Fähigkeit weg. Nein! Ich hätte eh drücken können. Hätte ich vielleicht ein bisschen länger überlebt. Tja, der Wichser mit seinen zwei Guns hat mich da gekillt. Ich habe jetzt unten links irgend so ein flammendes Ding. Fracht gesichert. Lassen wir sie schnaufen. Ah, da kann ein Double Jump. Das ist ja nice. Ja, ich weiß nicht, was das bedeutet unten links, diese Flammen. Gucken, ob ich da irgendwas machen kann. Egal. Keine Ahnung. Muss er hin? Mal wieder so ein. Oh shit. Na! Fuck! Das ist ganz schön schnell da, alle. Da ist einer. Alter. Gut, nacheinander Nahkampf. Dauert sehr lange. Ich dachte, da kann er so. Aber kann er leider nicht. Schade, Schokolade. So, weiter geht's zur Fracht. Mal schön dabei sein. Da kommt ein Fetter. Crazy. Oh, fuck. Ich glaube, so eine Olle. Genau, die in so einem Roboter drin sitzt. Da kann sie den in die Luft jagen und rausspringen. Und das macht, wie ihr gesehen habt, übelst viel Damage. Vor allem hat das eine übelste Reichweite. Deshalb aufpassen. Vor dem Roboter bin ich da. Kill ich wieder einen nach dem anderen. Fuck. Ja, da war ich ein bisschen zu selbstsicher. So. Versuchen wir es einfach nochmal. Mit meinem Special. Und zwar. Na? Ja, ist natürlich klar, ne? Wenn ich Special anmache, ist kein Schwanz da. Und sobald einer kommt, ist mein Special weg. Jawohl. Killt, Alter. Wenn man übrigens in Deckung geht. Oh, shit. Und kein Gegner in der Nähe hätte, würde man die Leben wieder auffüllen. Und ja, ich dachte schon, ich kann nicht mehr spawnen. Ja, das mit dem nicht rennen können ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich dachte, da wäre einer. Ich muss den mal krass mit meinem Schwert auseinander.
nehmen kann. Oh. Schöner Kill. Boah, da kommt so ein crazy Drachentyp. Ist auch so ein Genji. Holen wir uns aber. Zack. Schön niedergeschlitzt. So ein scheiß Sniper. Wenn übrigens das, es kommt ja so ein X, ne, wenn ihr trefft. Wenn das übrigens rot ist, dann habt ihr ihn im Kopf getroffen. Oh, jetzt Party, Alter. Jetzt geht's ab. Schlitz, komm raus. Schlitz. Hä? Hä? Oh ja! Gefickt, Alter! Da haben wir gewonnen. Highlight des Spiels. Ja. Die Stunde hat geschlagen. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Das war das erste Video von der Klasse Genji. Schaltet bei der nächsten Klasse wieder ein. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber schaltet ein. Bis dann.